Top, der letzte Teil nochmal alles. Am 26. Oktober ist es soweit, der Raute Finalfuck kommt in die deutschen Kinos. Die Fans fiebern Fuck You Goethe 3 schon lange entgegen. Die ersten beiden Teile haben sensationell vorgelegt und waren Zuschauermagneten. Sie belegen in der Liste der erfolgreichsten deutschen Filme die Plätze 4, Fuck You Goethe 2, und 5, Fuck You Goethe, minus mit jeweils über 7 Millionen Zuschauern. Die Erwartungen sind dementsprechend groß für den dritten und letzten Teil. Hält der Streifen, was im Trailer versprochen würde? Der größte Fuck aller Zeiten, hieß es da. So viel sei bereits verraten, es gibt einige Überraschungen. Im dritten Teil herrscht Stress an der Goethe-Gesamtschule. Seki Müller, Elas Mbarek, Wilk Antal, Pia Hase, Danger, Max von der Gröben, Selnep, Gizem Emre, und die anderen Schüler zum Abitur bringen, allerdings sind die wenig kooperativ. Wegen mieser Zukunftsaussichten schieben sie Frust, Party und Schwänzen ist angesagt statt lernen und die Schulbank drücken. Die Rektorin Gudrun Gerster, Katja Riemann, hat unterdessen ganz andere Probleme, die Schule hat wie Magelprobleme, zu wenigen Neuanmeldungen und es droht die Schließung. Außerdem stehen noch ein Anti-Mobbing-Seminar und ein Leistungstest an. Ob das gut geht? Fuck You Goethe 3 setzt auf Altbekanntes, flotte Sprüche, Situationscomics sowie den Charme von Elas Mbarek, 35, und seiner Arschlochgruppe. Wenn die FC Bayern Stars um Mats Hummels und David Alaba auf einmal durchs Bild joggen, passt das ebenso rein, wie wenn der kleine Justin im Superhelden-Outfit in Zeitlupe zu I Believe I Can Fly vom Dach springt oder Gantal und Ploppy, Lukas Reiber, auf unübliche Weise auf Tuchfühlung gehen, und dabei von der Omi überrascht werden. Sandra Hüller, 39, Toni Erdmann, fügt sich als Biggie Ensberger zudem nahtlos in den Cast ein und beweist ihr Comedy-Talent. Die Dynamik zwischen den Schauspielern stimmt nach wie vor, die Witze funktionieren auf ihre übliche Art und Weise und das macht eben den Charme der ganzen Reihe aus. Sogar ernste Themen wie Mobbing können an der Goethe-Gesamtschule in Spaß ausarten, wenn sich nämlich die ganze Schule für ein Selfie auszieht, um ein Mobbing-Opfer zu unterstützen und aufzuheitern. Neben den üblichen Flausen, die Zeki-Skripten im Kopf haben, kommt Fuck You Goethe 3 mit einer Botschaft daher: Schüler sollen Träume haben, an sich glauben und niemals aufgeben, dann klappt nicht nur das Abi. Der Raute Finalfuck zeigt sich überraschend pathetisch und sentimental. Verdrückt da am Ende etwa sogar Zeki Müller ein Tränchen? Es ist der letzte Teil und das wird gebührend gefeiert. Da kann man schon über die eine oder andere Schwäche im Drehbuch hinwegsehen. Alle weiblichen Fans werden zusätzlich entschädigt, denn Elas Mbarek zeigt seinen durchtrainierten Körper in der Dusche. Kleiner Extra-Tipp an alle Kinogänger. Es lohnt sich nicht gleich aufzuspringen, sobald der Film zu Ende ist, die Otakes bescheren nämlich noch weitere Lacher. Alle Fans der Fuck You Goethe-Reihe kommen im letzten Teil voll auf ihre Kosten.
Ideal für alle Lehrer und Schüler, um dem echten Schulalltag zu entrinnen. Ein Flop dürfte der Raute Finalfuck auf keinen Fall werden. Ob er die anderen beiden Filme übertreffen wird, bleibt abzuwarten. Der Hype wäre auf jeden Fall groß genug.